Das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich, ziemlich nice. Und wenn wir ein bisschen Glück haben, dann sollten wir alleine mit einem Alpha-T-Rex vielleicht schon von 84 auf 85 kommen. Und wir sind jetzt ja schon relativ nah an 84. Also wir machen ganz gute Fortschritte, würde ich sagen. Hallo liebe Jungs und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dizzy vs. Dinos. Hallo Izzy. Ja Leute, was geht ab? Mein Name ist IWCD und willkommen zu einer neuen Folge. Und ich chill hier mit der Mila auf Fabricator. Leute, wir haben hier was vor heute. Wir haben es ja in den letzten Folgen wirklich einen Krampf gehabt, um unsere Hörner hier zu bekommen, die wir brauchen. Und wir müssen hier gerade ganz kurz noch abwarten, weil ich muss hier noch mal ein bisschen was Fleisch fertig braten. So, weil ich habe ja ein bisschen Hunger. Aber ihr seht schon. Es ist kalt gerade. Es ist ultra kalt, Alter. Ich stehe hier direkt neben dem Feuer und mir ist kalt. Aber kannst du mal dein. Du hast doch vorgesammelt, ne? Pelt meine ich, damit ich die neue Vorrüstung machen kann für mich. Ja, die letzten ist Teil. Mit hier drin damit, schon. Mir nicht mehr so kalt ist, so, das wäre natürlich gut. Aber wenn, Pelz, aber wenn du also sagst, sogar dir ist gerade kalt, dann hört sich das ja nicht so gut an. Ja, also ich muss hier an den Airconditioner stelle ich mich hier gerade so ein bisschen ran. So zwischen Airconditioner und Feuer wahrscheinlich, ne? Und dann müsste es ganz gut gehen. Ja, wobei aber ist auch nicht komplett weg, es ist halt immer noch Schneeflocken. Ne? Mhm. Klar, ich habe jetzt aber noch mal mehr Teile hier vorne. Warte, ja, immerhin Schneeflocken. Ah, ist das sogar schon Oberteil? Ja, aber ich glaube, sie machen. Ich glaube, die machen alle gleich viel, weil er steht überall sozusagen auch bei den Handschuhen. Nee, doch nicht. Nee, nur 34 machen die. Ah, okay, doch, stimmt. Ja, machen mehr. Ja. Okay, also ich habe jetzt Hypothermal Insulation, habe ich 487. Was hast du da? 72. Nee, da drüber. Warte mal. Das da drüber ist 465. Na guck mal, da hast du fast genauso viel wie ich. Hä, warte mal, wo ist denn der Unterschied zwischen dem oberen und dem unteren Wert? Das eine ist für Kälte, das andere ist für Wärme. Das ist Hypo und Hyper. Ach schon, stimmt. Das ist, Leute, seht ihr das oder ist da meine Face gefunden? Ne, das seht ihr da. Hyperthermal, Hypothermal und Hyperthermal. Sozusagen einmal für Wärme und einmal für Kälte. So, die Leute bei ARK dachten sich, wir nehmen mal den kompliziertesten Begriff der Welt, den es dafür gibt. um alle zu verwirren. Aber... Ich hätte ihn geschrieben, hot und warm. Ja. Dann hätte ich hot rot gemacht und warm blau. Das wäre auf jeden Fall richtig Take It Easy gewesen. So. Die dachten sich das Gegenteil warm. Von Take It Easy. Von hot mal und warm anstatt cold und warm bin ich eigentlich komplett... Oh, ist egal. Jetzt ist wirklich alles durcheinander. Aber gut, dafür haben wir in der Zwischenzeit nochmal zwei Fleisch hier fertig gebraten bekommen. Hier haben wir eben unsere paar... warte, und wie viel Leben habe ich? Ach, 261, dann heißt... Cool. Dann hast du genug? Habe ich genug, ja. Da gehe ich jetzt einfach nochmal. Die letzten drei holen wir uns jetzt. Und Izzy und ich. Oh, du hast das Fleisch weggenommen. Ich habe extra gewartet. Was? Nein. Ja, du hast es einfach gemacht. Was hast du mir einfach. Ich habe Fleisch gebraten. Ich habe Fleisch gebraten und du hast es einfach weggenommen. Ich habe halt auch Hunger, ne? Das macht man nicht. Mach doch nicht, ja. Das ist nicht okay, Bruder. Ich mache extra noch zweites Lagerfeuer an, ey. Und dann können wir Warum mal los. Machen wir das Fleisch nicht oben eigentlich im Grill? Oh ja, weil das schon ja viel zu leicht. Da haben nämlich auch noch genug Gasolin auf jeden Fall. Hat er genug Gasolin? Ich dachte nämlich die ganze Zeit, dass wir. Oh ja, der hat. Naja, drei Stück, ja gut. Ja, gut, aber um das mal eben kurz durchzuputzeln, hier der Electric Generator hat ja auch noch ein bisschen was. Ja, lass erstmal wieder los, okay? Weil jetzt ist erstmal genug Fleisch da unten gebraten, aber du hast auf jeden Fall recht. Ja, auch runter. Willst ja auch runter? Ich würde gerne runter, aber musst du ja erstmal, ne? Ja, gut. Oh, hier ist lecker Fleisch, Ja, jetzt zockt er sich's wieder! Genau! Leute, aber hier ist mein geheimes Feuerchen, voll geheim, leuchtet ja gar nicht. Hier habe ich immer aber noch mal ein los. Fleisch. Mila kann es nicht mehr abwarten. Okay, geh du schon mal rauf, ich warte gerade auf das allerletzte Stückchen, was jeden Moment da ist. So, jetzt komme ich auch. Ich rieche Rhinos, Dena. Ich rieche auch Rhinos und wir werden jetzt gemeinsam unterwegs sein. Dann werden auch nicht mehr die ganzen Situationen oder zumindest weniger passieren, dass uns irgendwelche blöden scheiß Wölfe oder was auch immer uns irgendwie unsere Rhinos wegsnacken. Ein Sarko im Schneegebiet. Oh, ja, sind selten, aber gibt es. Der kämpft auch gerade gegen Wolf. Das alles, lass uns hier ist alles töten, was hier ist, okay? Wir haben hier schon kalt, aber ich gehe jetzt einfach drauf. Ich meine, dem Sarko, warum ist dem denn nicht kalt? Dem ist kalt, aber der ist hart im Nehmen, weißt du? Der ist tough. Das heißt, wir müssen ja auch nicht drauf rumkloppen. Wir machen naja, hier... so hart im Nehmen war er jetzt auch nicht. Ja gut, ne? Da vorne kommt noch mal ein Wolf. Einfach hier schön raufgehen. Also wir schnitzeln jetzt alles weg. Wir schnitzeln alles weg und vor allem Wölfe sind ja auch super, weil die geben ja vor. Und dann können wir uns noch mehr Rüstungssachen machen, dann wird uns gar nicht mehr kalt sein.
So, Direwolf tot. Immer schön aufessen, ne? Immer schön aufessen. Ja, ja. Wie hier immer noch der Loot ist vom Flug. Ja, voll ewig steht das. Weiß ich noch, als wir bei den Dodo Wars alles verloren haben, weil der Loot so schnell weg war? Hier hält er anscheinend. Ja, ja, das stimmt. So, Alter, was hier los ist? Also Mammut und so töten, ne? Ja, ich will als allererst, glaube ich, den Adler fast töten, damit er hier nicht sozusagen uns irgendwas wegnimmt. Aber wenn du, wenn es gerade easy ist, die anderen Sachen zu töten, mach das auch ruhig. Ich gehe halt einfach volle Möhre drauf, ne? Na gut, ich komme mal zu dir in Hälfte, mal, dass wir dasselbe töten. Pass auf, du bist von hinten die ganze Zeit angegriffen, ne? Ja, aber eigentlich geht eigentlich gerade alles ganz easy. Weil er Wölfe von hinten kommt. Achte aufs Leben von deinem Dino. Ja. Vom Adler. So. Jetzt sind hier ganze Wolfsrudel am Start. Ich glaube, das ist am besten, diese Taktik. Wir einfach versuchen, hier alles zu töten. Boah, das ist echt ein krasses Rudel. Und wenn alles tot ist, dann sollten auch wieder genug... Lass die mal hier zum Wolf, zum Tier, zum, hier hinlocken. Dann helfen die hier mitzutöten. Ja, okay. Wobei die echt, glaube ich, richtig schnell... Ja, aber dann kriegen sie ein bisschen Damage. Die, nee, guck mal, die fokussen nur komplett dich. Nö, jetzt nicht mehr, hier. Okay. Und hier die Ankylos, die müssten die auch eigentlich töten können. Ankylos sind eigentlich ja, nice. Wenn die Ankylos da raufgehen würden, dann wäre es glaube ich nicht schlecht. Da, guck mal, jetzt gehen die Ankylos lauf und. Ja. Komm, und die Ankylos, die haben ordentlich Leben. Die sagen sich jetzt einfach mal, nö. Und dann gehen die darauf. Sollen wir setzen? Sollen wir irgendwie Geld setzen? Wer gewinnt? Ankylo, ja, das gewinnt locker. Ich sag, Mammut verliert 1 Million Euro. Mammut ist gleich instant down, aber die Ankylos, so, die kümmern sich jetzt da mal rum. Und wir, da ist ein toter Wolf, den können wir uns nochmal snacken hier. Es gibt ein bisschen Pelt, ein bisschen zumindest wahrscheinlich. Okay. Ja. Ich würde ganz gerne jetzt, wo wir hier gerade schon ganz gut weggeschlachtet haben, nochmal gerade oben schauen, ob da nicht nochmal irgendwo ein Rhino ist. Ah. Ein Massacrino. Ja, der Mammut ist down, aber es lebt auch nur noch ein einziger Wolf. Und der Wolf hat überlebt. Hättest du das gedacht? Ein Wolf hat alle getötet. Diese Wölfe sind halt viel zu heftig. Die sind echt krank, Alter. Es ist zwar nur ein einziger, aber trotzdem. Und der lebt jetzt auch richtig lange hier gegen meinen. Ich verliere ultra Leben. Aber ich töte den jetzt und dann mache ich einfach Force Feeden. Aber okay, krass. Komm ich nochmal mit dazu. Oh, ich schaff's echt nicht. Wie viel? Der war auch Level 100, aber trotzdem, Alter. Wie viel Leben denn bitte? Ich komme auch nochmal runter. Pass auf nicht, dass du ins Wasser fällst. Nö, nö. Guck mal, ein bisschen Pelt. Man sammelt so wenig Pelt. Aus einem Mammut bekomme ich 2 Pelt raus. Nice. Okay, also nochmal kurz hier Force Feeden. Dann habe ich wieder ordentlich Leben. So viel Fleisch, den man hier bekommt. Hallo, Wolfi. Oh. Kann ich den jetzt mal töten hier? Kann ich den mal töten vielleicht? Das ist so ein Level 100, aber wie krank der ist. Wir brauchen vielleicht doch wieder einen Wolf. Aber statt einem Dire Wolf, Leute, holen wir uns den Dire Bier. Mh, lecker Dire-Bier. Oh Mann, der stirbt echt nicht, der hält so viel aus. Warte, ich helfe dir. Wo ist er? Ach da. Ich komme. So, zweit darauf. Der macht halt die ganze Zeit Schaden, ne? Die ganze Scheißzeit macht er Schaden, während man selbst immer auch so häufig nicht trifft. So krass, ey. Und was der aushält. Der ist kaum blutig. Ah, jetzt fängt's an. Oh, nicht sagen, endlich. Aber Alter, ey. Boah, stressig. Richtig stressige Viecher. Richtige Scheißteil ist das. So, jetzt haben außer wir über... Ghost und Arco. Eigentlich haben wir alles geklärt. Dann lass ich jetzt mal hochfliegen. Ich glaube, ich habe nur schon wieder Lebensprobleme ein bisschen. Wie viel... Ja, ich bin auch am Forstfieden. Nee, ich selbst sozusagen. Kannst du mir mal kurz dein Pelt geben? Dann mache ich mal kurz eine neue Rüstung. Stimmt, ich habe auch Lebensprobleme. Ich habe nur noch den unteren Strich. Okay, du hast 22 Pelt. Okay, mal kurz. Mehr habe ich nicht. Erschein haben wir 55 Perl, das reicht für kaum was, leider. Müssen wir vielleicht doch ein bisschen mehr gezielter erstmal Pelz suchen und erstmal eine komplette Rüstung machen? Ja, was machen wir eigentlich die ganze Zeit? Das einzige Problem mit Pelz ist, dass wir gerade, dass die so wenig sammeln, weißt du? Eigentlich, wenn wir einen so einen Dino töten, würden wir viel mehr bekommen, wenn wir mit der Spitzhacke zum Beispiel raufgehen. Aber ich glaube, wir haben hier keine Spitzhacke, das ist eigentlich nur das Problem. Doch, Spitzhacke haben wir, also ich habe allein eine Spitzhacke mit. Ja? Okay. Dann nimm die Spitzhacke und geh damit rauf. Naja, dann sind wieder 1000 andere in der Nähe, die wieder nerven. So. Aber klar, mach ich auf jeden Fall. Also natürlich nur, genau, in den Situationen geht natürlich nur, wenn irgendwie gerade mal nix sozusagen am Start ist und uns wehtun möchte oder was auch immer die immer machen wollen. So, Fleisch ist hier auch nicht drin. So.
Ja, wir müssen oben nicht anmachen, dass die beiden hier machen mehr als genug. Brauchst du Fleisch gerade? Nee, ich hab Fleisch am Start. Ja, aber auch 22 nur Fleisch. Nur auch gerade ein bisschen am Regen einfach. Ja, ich auch, aber immerhin ist es eigentlich warm. Also immer, wenn du essen kannst, dann ist immer was so, weil dann reckst du deutlich schneller. Aber immer so eins zur Zeit so und dann siehst du ja, wie das Leben sozusagen schneller hochgeht. Und wobei, du kannst gleich mehrere essen, bis du sozusagen wieder voll bist mit Food. So lange sozusagen reckst du deutlich schneller. Und dann war es das auch schon wieder. So, aber 150 habe ich gleich wieder. Das ist ja nicht so schlecht. Voll krass, es gibt ja auch voll viele verschiedene Mods irgendwie so für Ark. Und da gibt es ja auch einmal diese Mod, dass man so abgerundete Wände machen kann. Und das wäre voll krass jetzt hier für unseren Leuchtturm. Der wäre dann so richtig abgerundet, dass wir eigentlich auch... Stimmt, ja, wäre ein richtiger nice Leuchtturm. Aussehen. Aber es ist halt irgendwie so gar kein Verlass immer auf Mods. Danach wird irgendwas gepatcht und dann funktioniert es. Und dann geht es nicht mehr, dann sind alle Wände weg oder so. Naja, das ist irgendwie ganz komisch. Oder der Server crasht oder so. Deswegen ist es immer ein bisschen komisch mit den Mods. Ja, das stimmt. So. Reicht schon wieder, um loszugehen bei dir? Ich habe jetzt Hälfte Leben. Okay, jetzt aber jetzt auch knapp also Hälfte Leben. Ach genau, ich habe hier noch ein bisschen Pelt. Mal gucken, ob ich noch irgendwas machen kann hier. Armor vor. Ich könnte nochmal, habe ich... Mütze machen wir nochmal hier. Mützchen. Was auch hilft, einfach die Fackel anlassen. Ne? Also manchmal ist echt der springende Punkt sozusagen, dass man die Fackel anlässt. Wenn man unterwegs war, das gibt ja auch ein bisschen Wärme. Und manchmal hilft es dann schon sozusagen, den entscheidenden Unterschied zu machen. Dann muss ich mir erstmal wieder eine Fackel machen. 480 Hypothermal Insulation habe ich jetzt. Ne, hatte ich das nicht schon davor? Oder irgendwas mit 460 davor? Das Gefühl, dass es gerade noch so richtig hochgegangen ist. Ist gar kein Wood am Start, ne? Das heißt, man kann sich gar nicht so easy. Wir haben aber ziemlich viel Thatch. Ach so, ne. Für eine Fackel, dachte ich jetzt. Kann sein, dass wir kein Wood haben, aber ich meine, hier sind so viele Bäume direkt vor der Tür, einmal kurz raufballern und dann geht das schon wieder besser. Du meinst, eine Spitzhacke war da, aber die war nur. Also, ich habe meine Spitzhacke, wie gesagt, mit. Meine Spitzhacke und meine Axt. Wir brauchen eine Axt, aber hier steht's doch. Skin from Bodies, das braucht man. Okay, hier habe ich beides mit. Okay, hier ist eine, Die Axt ist sogar hier grün. Sogar eine Ramshackle. Das ist da, ich meine, Axt, oder? Weil ich suche meine Axt, meine Spitzhacke. Ich suche die überall, aber die ist weg. Spitzhacke hier, kann sein, weiß ich nicht. Hier ist nämlich nur noch eine normale Spitzhacke. Hast du die ja ausgetauscht, mein Lieber, du? Nicht bewusst, weiß ich nicht. Ich habe aber gerade auch meine ausgetauscht, aber ich habe gerade auch eine rote, rot angemalte, blaue, Axt mir genommen. Ich glaube, das ist eigentlich deine. Dann wird das vielleicht meine sein, ja. Dann haben wir das einmal umgetauscht hier. Haben wir noch Flint und Stone hier am Start? Weil damit bekommen wir jetzt natürlich viel, viel mehr vor. Also jetzt ist mir kalt, ist komplett kalt. Ich drücke jetzt hier mal die Fackel. Ja, und das macht den entscheidenden Unterschied bei mir gerade aus. Und Leute, das ist eben der Unterschied zwischen Leben verlieren oder Leben dazugewinnen langsam. Ja, der richtige Weisheiten hier. Da muss man, das ist eben ein Ark, da muss man wirklich selbst auf solche Kleinigkeiten immer achten. Okay, hier unten ist natürlich alles neu gespawnt und natürlich ist kein einziger Rhino neu gespawnt, aber dafür ganz, ganz viele super duper tolle Wölfe und ein paar Mammuts am Start, die natürlich da wieder ihre Spielchen miteinander treiben. So. Ich bin jetzt. Spielchen miteinander. Ja, das ist so ein bisschen wie so ein kleines, kleiner Tanz sieht das teilweise aus. So, ja, eigentlich eigentlich sind die gerade nur so ein bisschen, weißt du, wie so Metal-mäßig, weißt du? Die Mammuts denken sich so mit dem Kopf, weißt du? So ein bisschen was, Headbanging machen die so, weißt du? Richtig, jetzt so. Verstehe ich, ja. Das sind so sind die Mammuts unterwegs. Und das die Wölfe, gar nicht. Die Wölfe sind dann so ein bisschen, weißt du, die gehen immer zurück und wieder her. Und wieder zurück und wieder her. Und zurück und wieder her. Und zurück und wieder her. Und die Mammuts alle im Headbang. So. Okay. Und das, weißt du, das ist so ein bisschen, das so, die machen sich da ihren Spaß draus und wir leiden darunter. Weil wir finden keine, weißt du, die Rhinos sind so ein bisschen wahrscheinlich die Außenseiter. Die gehören nicht so ganz dazu zu der Szene. Und die verstecken sich ein bisschen. Schön, das sind einfach nur die Hipster. Irgendwie. Ja, die werden hier irgendwie, die machen sich rar. Weil alle so krass gegen so neue Bewegungen sind und so. Ja, die wollen alle also die ganze Zeit Neues Headbang wird immer zerstört. So. Und so ein Rhino, der kann halt nicht Headbang, der hat ja so sein Horn auch und so und ist auch schwer. Ja, der kann Hornbanging machen, aber dann sind die meistens direkt tot, alle anderen, ne? Deswegen sind die halt unsympathisch, glaube ich, vielen. Und das sind ja auch die Neuen, die mir dazugekommen sind, ne? Das sind ja so die Neuen und die werden ja sowieso immer so häufig. Ja, ja. Ich glaube, ich habe einen gefunden. Ja, ich habe einen gefunden. Aber auch nur alleine, es waren doch sonst immer so viele, oder? Wahrscheinlich ein letzter Überlebender, der schon, weiß ich nicht, 20 Mal attackiert wurde im Rudel irgendwie. Ja, auch direkt hier ein Adler, gegen den ich jetzt erstmal kämpfe. Ich töte jetzt erst den scheiß Adler, wenn ich das schaffe. Ich fliege selber einen Adler, ich töte erstmal den scheiß Adler.
Ja, aber ich finde auch mein Adler ist halt ganz okay, aber selbst den finde ich nicht toll. Der Arme, was ist denn das? Ist kein Wunder, dass er so wenig Damage macht. Wenn ich so einen hätte, der auf mir sitzt und die ganze Zeit so solche Sachen sagt, dann würde ich will ihn ja anstacheln, dass er sich mal ein bisschen mehr Mühe gibt, sag ich mal so. Ja, das ist jetzt eine Mentalitätsfrage von einem Adler. Kann ich auch noch einen Schlag. Und da kommt, weißt du, ich töte den und was passiert? In dem Moment kommt ein anderer Scheißadler. Dieser Adler ist noch so nervig, ey. Ultra nervig. Stell dir mal vor, die würden noch so wie diese kleinen Flugviecher Schaden gegen den Reiter machen, Alter. Das wäre, die wären so krank scheiße. Jo, du meinst wie meine Mila? Ja, so wie Mila. Mila Aparida. Und die machen halt so wenig hintereinander Schaden, weißt du? Du musst halt immer anfliegen und dann erstmal machen. So, und tot. Mila hat bestimmt Hunger, fällt mir gerade. So, jetzt sind die beiden toten. Jetzt geht's hier rauf auf den Rhino. Mit nur noch Hälfte Leben. Oh, das ist ein richtig schöner schwarzer Rhino, ey. So ein Rhino hätte ich aber auch echt eigentlich ganz gerne. Aber sind das nur so Kampftiere oder haben die auch so einen Nutzzweck? Sind eher Kampftiere, ne? Ich glaube, die farmen Thatch, aber ich bin mir nicht so sicher. Und ich habe ein Woolly Rhinohorn bekommen. Auch instant ins Inventar bekommen. Nice, sehr gut. Und ich gehe mal raus, weil mit aber der blauen Spitzhacke so bekommt man ja auch. Warte, ich schaue einmal noch rein ins Inventar, das ist nichts drin. Mit dem Bär kann man zum Beispiel relativ viele Sachen farmen. Alter, ich bekomme. Wow! Boah, kommt erstmal so ein scheiß, Mann! Ich habe, und ich konnte es nicht mal komplett töten, 44 Pelt aus einem einzigen rausbekommen, Izzy. Aus einem ja, einzigen. Okay. Also das hätten Rhino. Wir. Ja, das hätten wir ja, von ja, Anfang an machen sollen. Viel. Ich habe aus nur 10 Stück bekommen, als ich den mit dem Adler gemacht habe. Mhm. Also das ist echt so mit dem. Damit ist nicht zu spaßen. So, Fackel wieder an hier. Aber gerade macht es keinen Unterschied mit der Fackel. Gerade ist eh nur halb kalt. Und mein Leben ist auch wieder auf einem guten Weg. Mit 270 bin fast volles Leben. Also. Mir ist richtig kalt. Ich kann ja gleich mal, ich töte jetzt gleich nochmal ein Mammut hier. Hier läuft gerade aus dem Mammut so ganz alleine rum, du. Töte dich auch hier nochmal schnell und dann erhole ich dir nochmal Pelt und dann kann ich dir auch nochmal mehr Rüstung machen. Okay, das ist schon ganz gut. Wieder eine Hälfte Leben und Sekal. Alter, von da ganz hinten kommt dann scheiß Wolf angelaufen. Rhino! Ja! Aha. So ein scheiß Wolf kommt an, von ganz hinten irgendwo. Die, was, die haben so einen riesigen Akro-Radius, kann das ja, sein? Ja, ja, richtig krass. Das, der kam aus, von, keine Ahnung, wo der herkam, so. Aus Afghanistan oder so kam der angelaufen, so. Direkt aus Afghanistan. Ich ja. Hab noch einen Rhinohorn. Rhinohorn, meine ich. Hast du gehört? Du hast, ja, sehr gut. Ich hab auch einen. Das heißt, wir brauchen nur noch einen einzigen. Nice. Kann ich ja nochmal gut pelten. Mann! Ich wollte das Scheiße haben! Ich hab keinen einzigen Pelt jetzt bekommen, ja. Keinen einzigen Pelt aus dem Mammut rausbekommen, nur wegen dem Doofmann, ey. Ich hab 62 auf Stätze. Scheiß Wölfe. Seitdem wir keinen eigenen Wolf mehr haben, dürfen wir das auch sagen, ne? Scheiß Wölfe. Ja, eigentlich schon. So, hier vorne sind auch wieder, das ist ein T-Rex, kämpft dann da gleich gegen zwei Mammuts, wenn er da mal irgendwie so vorwärts... Also, noch ein Rhino! T-Rex zwei sind Rhinos! Oh, perfekt, sag wo, ich komm her, dann machen wir es zusammen. Da wo wir hier mit der Anke immer Metallfarben waren. Okay, ich komm dahin, ich komm dahin. Die abgestorbenen Bäume sind so ein bisschen mehr im Wald aber drin. Tötet schon mal alles, was drumherum gefährlich werden könnte. Hier ist irgendwie gar nichts drumherum. Okay. Hört sich gut an, bin fast da. Bin jetzt gerade über der Stelle, wo wir gerade eben gestorben sind. Weg jetzt kurz über unser Haus hinüber sozusagen, also über unsere erhobene Halbinsel da, am Leuchtturm vorbei. Okay, ich versuche schon mal Ausschau zu halten hier. Ja, bin fast da und dann machen wir es gleich zusammen, töten wir einen nach dem anderen und holen uns dann direkt das Horn. Ich habe das Gefühl, wenn du sozusagen die tötest und dann den ersten Bissen machst, dann kriegst du das Horn immer fast immer direkt ins Inventar. Ja, bei mir war es gerade auch schon wieder so, ich habe es wieder direkt bekommen ins Inventar. Ja, so war es bei mir auch. Ich sehe da oben aber Wölfe, hä, wo wir Metall fahren mit der Anke? Du musst noch weiter in den Wald rein, also momentan sehe ich dich. Also nicht hier unten sozusagen, ich dachte, dass du hier unten warst. Oben bei den abgestorbenen Bäumen. Ah ja, da bin ich, aber da sind voll viele Wölfe auch, wo bist ja, du denn? Ja, du musst noch weiter dann zum Berg hin, wenn du echt schon da bist. Achso, und dann noch weiter nach... Boah, Alter, was da für ein zerfledderter Adler. Du hast doch verdient, scheiß Adler. Also wenn du da bist, auf jeden Fall einfach straight zum Berg hin. Achso, okay. Also nicht bei den zerfledderten Bäumen unten, weil da haben wir auch immer mal gefarmt. Okay, dann Hier ist sogar noch ein Rhino. Komme ich aber, glaube ich, gerade zur richtigen Stelle. Sag mal kurz deine Koordinaten, weil dann kann ich ja exakt dahin kommen. Ich muss schon sehr, sehr nah sein.
29, 15, 16, 29, 16, sowas. Ich hab dich. Siehst du mich? Ja, ist aber 25, 18. Keine Ahnung, aber du hast mich und da unten ist... Ja, guck mal, hier genau oben, das wird gerade angegriffen vom Adler hier, siehst du das? Oh, okay, seh nicht, aber flieg schon mal los. So, jetzt guck ich. Erst den Adler töten. Ja. Alter, der war fast down. Oder wir töten kurz den Ryan und holen uns den. Ja, ich hab's bekommen. Nice. Okay. Dann lass dann noch schnell den Adler töten hier. Ja. Ach, schade, jetzt bekomme ich das Pelz von dem leider. Aber hab egal. Hab ich bekommen. Okay, aber das Horn immerhin. Aber nur halt vom Adler aus. Nee, den müssen wir direkt mal töten, der nervt. Ja. Hopp. Können wir ja nicht mehr raus. So, aber wir haben jetzt schon genug Hörner auf jeden Fall. Das ist schon mal super nice. So. Und wir wissen ja auch schon, Leute, wo der Alpha Rex hier war. Den haben wir ja gesehen. Wo war der überhaupt nochmal? Wir haben noch einen gesehen in der vorletzten Folge. War der beim... Da, wo wir die Base bei Dodo Wars hatten? Die Schneebase? Ja, genau. Da war der, ja. Ja. Und das ist ja so ein bisschen der Plan, Leute. Dass wir dann auf den, dass wir beide die Potion benutzen und dann sozusagen mehr XP bekommen. Und dann gehen wir auf... Der ist überhaupt nicht blutig. Hat der irgendwie voll viel Leben oder so? Keine Ahnung, aber der verliert überhaupt kein Leben. Wir treffen ihn kaum, ne? So viel Leben jetzt hat's. Jetzt mal runter hier und versuch's mal mit der Pickaxe. Ah, jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ein paar Mal getroffen, da verliert er schon Leben. Oh, der braucht ihn. Okay, sehr gut. Da ist er down, Scheißteil. Habe ich ein Level Up? Nein, der Dino hat nur ein Level Up. Ich dachte schon, ich habe ein Level Up. Das wäre noch ein bisschen krasser. Ja, ich verliere langsam auch wieder ein bisschen Leben. Da unten waren übrigens noch zwei Rhinos, ne? Oh ja, dann direkt hinterher. Ich hoffe, die sind noch da jetzt. So, noch ein bisschen hier Force feeden. Ja, genau, hier ist noch eins. Den brauche ich nicht. So, und der wiegt zu viel. Wo war's? Ich bin noch bei dir? Ja. Ah, okay. Ja. Nice. Ja, direkt töten. Und dann nicht aufessen, weil dann machen wir das gleich. Boah, da kommt der Schnee runtergerieselt. Weil dann holen wir uns, hole ich mir gleich, weil ich habe das Beste dafür. Oh, kommt noch einer, Vorsicht! Genau, das sind die zwei. Okay, der eine ist down. Pass auf, dass du den anderen nicht sozusagen kaputt machst. Okay, lass ihn erstmal hier hochlocken. Lock du den mal hoch und kämpf du hier oben gegen den, weil kann ich schon mal den anderen saven. Okay, ich habe noch Hälfte Leben. Okay, geht er auf mich oder auf dich? Auf mich. Okay, sehr gut. Ich bin da, ich versuche den zu saven. Erstmal hier... Horn hast du schon? Weiß ich nicht, habe ich eigentlich nicht gesehen. Okay, weil da ist nichts drin. Da ist definitiv nichts drin, aber eigentlich muss jedem ein sein. Das andere. Okay, andere ist tot. Ja, Horn habe ich. Okay. Okay, ihr habt 63 Punkte bekommen. Ich habe drei Hörner, ich habe das von dem anderen. Sehr gut. Warte, ich töte den noch hier. Oh nein! Achso, hey, was passiert mit dem? Hilfe, der fällt runter. Okay, da gibt aber... Ich muss nämlich mal langsam wieder zurück zum Leuchtturm, weil mir ist echt kalt und ich will dir leben. Alter, ich bekomme aus einem 100 Pelt. Ja, das ist gut. Okay, ich bin auch zurück, ich fliege jetzt zurück, dann können wir uns auch die komplette Peltrüstung jetzt machen. Wir haben jetzt genug Hörner, Leute. Also Izzy hat ja noch 3, wir hatten ja schon 7, damit sind es 10 und ich habe ja auch noch 2. Das heißt, wir haben jetzt 12 Hörner haben wir. Das heißt, wir können jetzt schon 2 komplette Suppen machen und haben immer noch 2 Hörner übrig. Das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich, ziemlich nice. Und wenn wir ein bisschen Glück haben, dann sollten wir alleine mit einem Alpha-T-Rex vielleicht schon von 84 auf 85 kommen. Und wir sind jetzt ja schon relativ nah an 84. Also wir machen ganz gute Fortschritte, würde ich sagen. Für die heutige Folge von Digi vs. Dinos war es das aber. Wir sehen uns morgen wieder um 18 Uhr auf dem Kanal von Izzy. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Geduld. Wir sehen, waren jetzt auch mal gerade mit ein paar Minuten zu viel, die wir eigentlich gerade auf der Uhr haben. Aber wir haben es geschafft, Leute. Unsere Geduld wurde belohnt und eure damit auch. Wir haben es geschafft, genug Rhinos zu töten. Das war wirklich eine harte Probe für uns alle. Aber jetzt können wir endlich weitermachen in der nächsten Folge. Um 18 Uhr auf dem Kanal von Izzy geht's weiter. Links sind wir in der Beschreibung. Checkt's aus. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao. Tschüss.